Hallo Leute und herzlich willkommen. Digga, ich wollte gerade noch weggehen, das wollte ich vor der Aufnahme machen. Ach so. Nicht in der Aufnahme. Aber ja, okay, egal, dann geh du. Antwort, ja, okay, geh einfach weg, Leute. Wird wahrscheinlich eh wieder ins Video geschickt. Ja, sowas von. Alle Fails müssen rein. Leute, hallo und herzlich willkommen zu der Folge Raft. Heute ist, glaube ich, das Ziel, dass wir vor allem mal weiterfahren. Aber ich glaube, wir haben ja gar keinen neuen. Ich weiß es gerade gar nicht. Er hört mich wahrscheinlich und wird mich auslachen. Ah doch, wir haben jetzt die Glühbirne. Genau, jetzt gehen wir dann hoch, platzieren die. Und dann können wir weiterfahren, hoffentlich zur nächsten Insel oder, keine Ahnung, Schiff oder was wir auch immer finden, zu unserer nächsten Yacht. Und genau, ich muss gerade ganz kurz gucken, den Speer habe ich hier, der Rest sieht auch noch ganz okay aus. Ich glaube, ich behalte die Machete aber erstmal so, die benutze ich nicht unbedingt als Waffe. Trinken könnte ich mir aber kurz auffüllen, wenn wir noch hier auf dem Floß sind und... Genauso wie Essen. Für das haben wir hier noch ganz viele Rüben, wollte ich sagen. Karotten. Es sind keine Karotten, aber einfach diese rote Beete. Nee, ist auch nicht rote Beete. Was ist das denn? Gegarte Rübe einfach. Okay, dann halt trotzdem. Genau, ich esse mich einmal kurz überall komplett voll. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Dass ich das hier gleich auch gut überlebe. Weil viel war es jetzt immer so, dass ich so mit halber Flasche und einfach komplett verdurstet schon losgelaufen bin. Was natürlich nicht so intelligent ist, aber ja, das passt schon. Esse ich immer noch was? Wir sollten auch unbedingt jetzt dann einen Ton irgendwie fahren, weil... Ja, sonst können wir hier das... Das sind auch noch Fleisch. Chillig. Oh, hallo Leute. Genau, Red ist jetzt auch da. Genau, ich würde sagen, wir gehen dann mal los. Oder hast du noch irgendwie... Warte, wir können zwar noch kurz schlafen, wenn hier gerade dunkel wird. Ja, erstens das und zweitens, ich wollte kurz noch hier wieder... Ich leg mich mal hin. Du kannst tagsüber nicht schlafen. Hä, wurde mich verarscht? Nö. Nachthallo? Nachthallo, bist du da? Hallo? Ja, sie kommt. Dann lässt du links. Hehehe, ja. Hehehe. So. Ich komme, hallo. Ah, da kommt er um das Eck. Oh, hat schön Tür zu. Oh, über mich rübergesprungen. Du kannst tagsüber nicht einschlafen. Hä, aber witziger ist er denn komplett? Ja, es ist noch nicht Nacht. Alle Spieler müssen schlafen. Ah, okay, chillig. Du kannst tagsüber nicht einschlafen. Ah, es geht gleich los. Es wird schon dunkel. Alle Spieler jetzt geht's. Naja. Oh, guten Morgen, Gerät. Alter, der Hai frisst gerade dein Bett so ein bisschen. Ah, Harald und Gerald. Oh mein Gott, ist das unkreativ, aber geil. Och, Junge, ich hasse diese Tür. Okay, Leute, es ist früh am Morgen und wir brechen jetzt auf. Aber ich brauche zwar noch ein bisschen Essen, warte kurz. Ich muss mir noch irgend so eine Suppe oder so kurz aus dem Teller holen. Aus der Kiste. Aus dem Teller. Ja. Jetzt kannst du aber dein Video auch nennen, ich hole mir Suppe aus dem Teller, Digga, ne? Ja, okay, das mache ich aber. Ich hole mir eine Suppe aus dem Teller. Doch, das mache ich. Ich mach das Glühbirnrätsel oder so. Irgendwas, was mit dem. Weißt du, ich benenne meine Videos immer so, dass es irgendwas mit dem Inhalt zu tun hat. Ja, aber mir ist halt immer so Überraschungsbox, ne? Ist immer inhaltlich gut. Naja. Inhaltlich sehr hochwertiger Content. Wir haben jetzt 3 Minuten irgendwie über Scheiße gelabert und aua. Lol, der Heiko bis hier hin? Was soll das denn? Oh, lol. What? Der backt ein bisschen rum, ne? Hä, die Welle. Alter, Leute, wollte ich mich einfach verarschen. Die war einfach hier. Hier war einfach gerade Wasser. Geil. Ja, manchmal backt das Spiel so ein bisschen rum. Okay. Das Gute ist, wir wissen ja, wo wir hin müssen für zu der Alter. Glühbirne. Ja, und wo war das, mein King? Über diesen Atomsumpf bei der Ranger-Station. Langsam kenne ich diese Insel wie meine Hosentasche, aber klar doch. Das heißt nicht die Hosentasche, sondern meine Westentasche, aber na. Echt? Ja, bei uns sagt man Hosentasche. Also es heißt halt nicht Hosentasche, aber man sagt, oder man meint die Hosentasche. Mhm. Ja, cool. Hätten wir das auch geklärt. So, wo müssen wir? Ach, wir müssen zurück. Das ist uns auch in der ersten Folge. Okay, dann müssen wir scheinbar hier durch, für zur Ranger-Station. Nee, müssen wir nicht. Ja, wo müssen wir denn durch? Die andere Seite. Okay, Digga. Jetzt geht hier wieder in die andere Richtung wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich, nö. Oder? Hier hoch. Der Bär ist ja, immer noch am Naschen. Ich hab dich so ein bisschen verloren, aber ist kein Ding. Ja, also ich bin jetzt bei der Behindertenstation, ne? Ja, ah, ja, okay, jetzt habe ich auch. Laufen? Ich hab den Weg auch gefunden. Ah, oh mein Gott! Was ist jetzt los? Oh, ich höre einen Bär. Das ist wahrscheinlich los, ne? Ja, genau. Ich habe einen kleinen Umweg gemacht, aber alles cool, Digga. Ey, wieso kommt denn jetzt auf mich? Ey, Bruder, ich aua. Wieso muss immer ich die Schläge einstecken? Ja, scheinbar. Oh, ich habe nur Leder bekommen, schade. 10 Bären schon getötet, nicht schlecht. Also hast gerade Erfolg auf Steam bekommen. Ja. 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 Hab ich schon lange. Was ist denn mit dir jetzt, Alter? Ja, ich hab kurz was in den Mull geschoben und hatte nur eine Hand an der Tastatur und hab meine Maus nicht zur Seite schieben können. Oh ne, Digi, wenn du jetzt losrennst, da. Ja, Karma, ne? Was, ich bin schon zweimal aus Versehen kurz in diesen Atomsee gestanden und ich hab keinen Damage bekommen. Scheiße, Digga, ich werd sterben. Geil. Hälfte Leben. Oh, ich hab halt keinen Bock, dich da rauszuholen, ne? Ich warte jetzt hier bei der Haus, Alter. Der Witz ist, ich bin so reingefallen. Genau in dem Moment war meine Durstleiste so leer, dass ich halt trinken musste, weswegen ich langsamer war und nicht mehr auf den Block springen konnte und Hälfte Leben bekommen habe nur. Lol. Ah, okay, schade, ich wollte Magic. Das machen, aber egal. Als ob das jetzt alles war. Hä? Hä? Als ob das jetzt alles war, Digga. Hä? Was? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal hier auf die Insel zu gehen. Ja. Hä, sollte da nicht noch was passieren? Nö. Also, ich glaube, das ergibt bestimmt einen Erfolg auf Steam oder so. Ja, ich habe, glaube ich, einen bekommen, aber... Also, ich habe nicht nur, glaube ich, ich habe einen bekommen, aber... Hä, really? Aber haben wir denn jetzt Koordinaten für zum nächsten Punkt? Hatten wir ja vorher schon. Haben wir doch schon in der einen Folge bekommen. Ach, echt? Oh, ja. Nee. Scheiße, jetzt sinken die alle ab. Gut, Alter, war das dumm. Caravan Town haben wir als nächstes. Das Geile ist, mein King, ich könnte jetzt schon spoilern, und ich kann dir sagen, dass wir ab Caravan Town, Digga, werden wir ganz andere Probleme haben. Und okay. Die Probleme werde ich lösen, indem ich schon was gemacht habe, was die Probleme löst. Und Motor? Wenn wir... Nein. Boah, Alter, boah. Weil, wenn wir... Ach, da unten schon wieder mehr. Insel waren, ne, der ist gespawnt, Digga, deswegen gehe ich hier außen rum. Wenn wir dort nämlich wieder sind... Oh, Digga, der hat mich gesehen. Boah, Digga, warum kannst du so springen? Ja, wir vermöhnen. Alter, wir haben den so hops genommen. Hallo? Digga, also manchmal... Hä? Manchmal backt das so rum bei mir, dieses Looten. Die Sache ist halt so, ab dem Moment können wir dann richtig viele neue Sachen bauen, ne? Okay. Dann fahren wir heute dorthin und dann seht ihr in Reds seiner Folge, was dort abgeht, Leute. Müssen wir nach links, mein King? Oh shit, da kommt ein Bär. Alter, er rastet komplett aus. Oh. Was passiert, wenn wir den bis ins Wasser locken? Boah, Alter, oh, da ist er instant hinter mir, oh mein Gott, Alter. Kommt er ja. Hier runter? Nö. Wow, Pussy. Na, deine Folge, du musst piepen. Na, lol. Na, lol, ich piep's aber auch gar nicht. Und jetzt kommt hier aber wieder der Hai, Mann. Das ist doch so eine Scheiße. Ne, der ist jetzt an unserem Raft. Der ist ja wieder an unserem Raft. Der kommt hier nicht. ich seh das Raft am Mann knabbern. Na klar. Immer wenn wir nicht da sind, Digga. Ich gönn mir erstmal gerade so ein geiles Steak unter Wasser, Digga. Boah, geil, Wässer. Der ist so weit weg, Fall. Dass ich ihn noch nicht mal sehe, wenn ich an unserem Raft bin, Digga. Aber guck mal, das Lenkrad hat so eine Flosse nach oben. Ah ja, lol. Oh, oder dieser. Ja, wir haben uns erstmal mit der Physik in dem Spiel lustig gemacht, dass das Lenkrad einfach sonst wo platziert werden kann, aber deswegen geht halt dieser Stab nach unten. Ja, stimmt. Ich fäll mal unsere Bäume. Währenddessen kannst du ja oben den neuen Code der Hai rastet irgendwo aus gerade. Dann kannst du einfach den Heilung sein. Minus einen Platz, Palette. Also. Hä, Boden, Alter, mein Gott. Das ist eine Palette, Digga. Ja, sag ich ja. Okay.
das Palett gesagt, Digga. Also, Balbao. Nee, Karawanertown müssen wir hin, ne? Balboa, ja, meine ich. Tut mir leid, okay. 6-1. Oh Gott, Alter. Wie bedient man denn das Ding? Ah, 6-1. Das ist doch schon eingestellt. Ja, ich weiß. Es ist schon eingestellt. Das haben wir am Ende der letzten Folge gemacht und haben gesagt, wir zeigen es aber noch nicht. Dann habe ich gesagt, wir müssen 4000 irgendwas Meter fahren und dann hast du gesagt, oh nee, bitte nicht. Ja. Weil wir diesen Code halt auch schon länger haben, eigentlich. Wir haben den ja schon seit 2 Folgen. Ach echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Digga, das klang so... Oh, Digga, die Birke habe ich aber nicht gefällt, weil ich sie nicht gesehen habe, lol. Perfekt, Digga. Keinen Samen bekommen wieder mal. Okay, dann lichten wir den Anker und fahren los. Nein, wir lichten hier noch gar keinen Anker. Wieso nicht? Erstmal werden die Bäume wieder alle verbessert. Oh, so. Aha. Okay. Wie in der Schule bist du auch durchgefallen. Ja, true. Nein, ich bin tatsächlich nie durchgefallen. Bis jetzt. Holz anfassen, oder wie man dem sagt. Was? Nee, was gibt's da? Digga, was laberst du? Dreimal auf Holz geklopft. Ich habe hier sogar einen holzigen Tisch. Minecraft. So, du tust mal bitte jetzt nach. Das Minecraft. Ja, ich auch. Hier, cool. Hört man das? Ja, man hört es ganz leicht. Du tust mal bitte jetzt, wir tun jetzt mal, guck mal. Oh Gott, unsere Motoren haben alle kein Akku mehr, hätte ich fast gesagt. Ja, wir fahren hier mit Tesla-Motoren. Hast du mal eine Folge gesehen, wo ich so mit dem Tesla gedingens hab? Gedingens? Wo ich so ein bisschen alle Tesla-Fahrer getriggert habe mit? Nee, ich glaube nicht. Das war eine Raft-Folge. Jetzt sollten wir aber den Anker lichten, sonst verbrauchen wir hier unseren ganzen Power. Ah, der ist schon oben, okay, chillig. So. Jetzt sammeln wir auch alles mit den hinteren Blättern, mit den hinteren Teilen ein. Weil wir fahren ja jetzt quasi in die rückwärts. Stimmt, ja. Quasi. Okay. Wir fahren genau drauf zu. Everything that's dead and gone. Mein King singt schon wieder irgendwo. Oh, guck mal, fester ja, mein King. Ja, es ist schlimm. Oh, ne. Oh mein Gott. Ja. Sein ist aber genau daran vorbei. Oh, ich habe ein Dekorationspaket. Oh, ich auch. Erstmal Paket aufmachen. Oh, ein Tisch schön. Und? Oh, ein Feuerkorb hatten wir schon. Schade drum. Warte mal, wir craften einfach neue Items. Wir haben doch jetzt diesen Biokraftstoffgenerator. Stimmt, den sollten wir unbedingt machen. Den sollten wir unbedingt mal machen. Genau, genau. Da können wir ja Biokraftstoff mit herstellen. Oh, Bienenstock können wir auch machen. Und der Biokraftstoff können wir auch für unsere Triebwerke benutzen, ne? Biokraftstofftank? Ja, genau, aber wir müssen den halt erst produzieren. Oh Gott, ja, aber lass das unbedingt machen, weil das ist sicher gut. Ja, wenn man viele. Wir brauchen halt. Oh, ich hab die Idee, mein King. Was brauchen wir? Wir brauchen mehr Felder, wo wir Kartoffeln anbauen können. Was ist das denn? Und wir müssen da rohe Sachen reintun in den Generator. Also in diesen Kraftstoffherstellding. Okay. Ja gut, aber wir können ja einfach mehrere so Dings. Kleine Anbauflächen bauen. Naja, habe ich ja vor. Ah, okay, chillig. So, kannst du kurz aus der Plastikkiste so? Bolzen. Ja, als ob man ein Scharnier oder ein Bolzen verwenden kann. Was haben wir mehr? Scharniere haben wir 13 Stück, dann lasse ich den Bolzen drin. Nutze ein Scharnier. Ich habe einen Biokraftstoffgenerator gemacht. Als ob, das ist so geil. Ich stelle den jetzt erstmal mit zu diesen anderen Dingern hier. Zu den Recycler. Ach nee, da ist ja gar kein Platz. Ich mache einen der Recycler mal weg. Ja, die brauchen wir, glaube ich, sowieso nicht so intensiv. Doch, glaub mir. Das ist wichtig. Aber gerade eben ist es nicht ganz so wichtig. Du benötigst Rohkost. Okay, dann packen wir doch da mal die 20 Rüben rein, die wir eh nie essen. Wir machen den doch mal anders hin. Wir stellen den hier vorne neben den Mülleimer. Also, ja, passt doch. Nimm mich. Genau. Nein, mach da keine Rüben rein, Digga. Chill. So nicht. Warte ab. Warte einfach ab auf mich, ja? Och, Junge. Fahren wir überhaupt richtig? Warte. Wir fahren richtig, Digga. Ich bin ja nicht dumm. Das weiß ich nicht. Wir müssen diesen Blau mal für blöd verkaufen. Ja, nee, die zahlen wir kleiner. 2100 Meter noch. Geh mal weg, Digga. So. Geh weg, Digga. Und jetzt tun wir nämlich erstmal brauchen wir da Honig, den wir da reinmachen. Wie können wir ein Honigglas craften? Honigglas, wo kann man das machen? Ja,
wir haben doch Honiggläser. Nee, wir haben Bienengläser und für Honig Waben, aber wir brauchen ein Glas Honig. Hä? Oder warte mal, kann man da Waben reinmachen? Benötig Honig. Da kann man doch safe diese Waben einfach reinmachen. Will ich testen? Ich glaube nämlich nicht, weil das sind ja Honigwaben, oder? Benötigt Honig, ja, sag ich ja. Ah, das aber wo können wir das Glas Honig machen? Alter. Das müssen wir erstmal finden jetzt. Kommen wir dazu erstmal. Oh, eine Holzball. Ah ja, hier ich Honig, ich hab's gefunden. Da brauchen wir Glas und Honig. Logisch. Ist das bei Essen? Nee, bei der Schraube, Ressourcen. Was ist das denn für ein Sinn, Alter? Glas Digga, das kostet Honig 6 Honigwaben, Digga, das ist ja voll teuer. Wie viel haben wir? Der Honig. Können wir hier eigentlich nicht auch ein Bienennest machen, damit wir. Nein, Digga, nein, bitte nicht. Wir könnten hier einen Bienenstock machen. Oh mein Gott, Digga. Ich dachte gerade. Ich war schon mies gebrochen gerade. Egal. Ich habe jetzt 8 Honig gemacht, Digga. Jetzt haben wir 8-mal Honig. Packe ich hier einmal Honig rein. Das ist noch nicht mal voll, lol. Jetzt packe ich da noch einen zweiten Honig rein. Jetzt ist es voll. Und jetzt nehmen wir uns die Köpfe, die wir noch haben von den Viechern, die wir nicht aufgehängt haben. Also bisher insgesamt 10 Haiköpfe, die wir noch nicht... Wir haben noch einen Wildschweinkopf, den wir noch aufhängen können. Und guck mal, weil ein Wildschweinkopf gibt viel mehr als eine Rübe. Komm mal her. Hast du noch eine Rübe im Inventar? Ja. In Ruhe. Dann mach mal eine Rübe da rein. Guck mal rein. Guck mal, wie wenig die gegeben hat. Ja. Hast du gesehen? Mhm. Und jetzt mache ich ein Hai da rein. Alter, was? Und das braucht halt auch immer seine Zeit so. Ja, ja. Dass er dann hier... Jetzt kommt jetzt hier so in so ein... Aber dann sollten wir besser... Ja, aber dann sollten wir doch besser... Ja, ich muss das kurz wegmachen. Komm mal her. Dann müssen wir aber doch viel besser einfach Haie töten die ganze Zeit und Bären töten. Machen wir auch. Guck mal. Und jetzt kommen hier solche Sachen rein. Siehst du ja unten, wie so Sachen raustropfen? Ja. Und wenn das dann irgendwann voll ist, können wir da halt das Ding jetzt machen. Das ist dann irgendwann ein Glas drin, was wir in den Behälter machen können, was das aufbewahrt. Deswegen mache ich jetzt einen Kraftstoffbehälter. Also ein, wie heißt das? Hier, Biokraftstofftank. Alter, what the Weil fuck? Darin können wir die Sachen dann speichern und von dort aus können wir Rohre zu unseren Motoren legen. Dass die dann quasi die ganze Zeit Biokraftstoff benutzen. Alter, ich sehe, wir haben noch was vor uns, Alter. So, wir brauchen Schrott dafür. Dann brauchen wir Kunststoff. Ich höre schon wieder den Hund bellen. Denke mir schon wieder, was ist da los? Du hast nicht per Zufall Ton. Nee. Schade. So, jetzt habe ich einen so einen Tank gecraftet, der riesig ist. Den stellen wir hier einfach mal mit dran. Wir machen hier einfach so eine Reihe. Warte. Bauhammer. Oh, da vorne ist ein Schiff, ne? Oh mein Gott, ich habe meinen Bauhammer runter. Alter. Hä, was ist das? Das ist doch noch nicht unser Punkt. Das ist die Yacht. 1500. Ach ja, schön. Das ist die Gruseljacht, wo wir nochmal dran vorbeikommen. Oh Gott, Alter, jetzt noch mit Nebel und Regen. Perfekt, Diggi. Nochmal den Irgendwie kommen wir nicht sagen. So gut voran, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl. Natürlich. Ey, pass auf, wenn du so viele reinbaust, ne? Ich habe nur eine gebaut. Nicht, dass unsere Motoren das... wieder zu scheiße sind. Hilfe! Was ist denn los? Oh Gott, Digga. Und jetzt tue ich hier so ein Ding hinstellen. Guck mal, gibt es hier eins daneben. Haben die gut Sachen gemacht, oder? Was? Haben die gut gesammelt, die sammeln jetzt. Alter, die haben übertrieben. Alter, was ist das für ein Tank? Die haben richtig krass gesammelt. Digga, 30 Planken habe ich mit einmal abfahren bekommen. Oh scheiße, ich muss mal kurz lenken. Oder ja, das ist gut, wir brauchen auch mal so viel für die Motoren. Ja, das stimmt, also das ist wirklich gut. ja. Ich müsste erstmal an dem Stein da vorbeifahren. Mikey, hast du mal... Ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Okay, erledigt. Dann. Oh, der Kraftstoff-Bio-Ding ist fast voll. Wir unser Raft nochmal größer machen. Der Hai greift an. Ich hör's. Och man, jetzt ist es zu spät. Und Kacke, aber... Guck mal, jetzt lege ich hier nämlich Rohre von dem Tank zum Motor. Au.
Oder auch nicht. Alter, wir haben 209 Planken. Oh. Holy shit. Hä, hey, Digga? Das ergibt ja nicht mal Sinn. Wollte ich gerade sagen, was machst du Hölle? Ich muss einfach hier. Ah ja. So. So. Ja, passt. Und jetzt sind die alle verbunden damit. Das heißt, wenn jetzt hier was reinkommt, geht, füllen sich die Motoren damit auf, die jetzt gleich keinen Akku mehr haben. Hilfe. Wir brauchen unbedingt Biokraftstoff. Oh, hier ist Biokraftstoff drin. Ein Biokraftstoff habe ich. Guck mal, das tue ich jetzt hier rein. Ja. Und jetzt müssen sich die Motoren automatisch damit aufladen, theoretisch. Sehen wir da irgendwie eine Anzeige, wie viel das ja, ist? Ja, an den Motoren sind ja Anzeigen dran. Ah ja. Guck, oha, das ist der erste, Alter, aufgeladen worden. Der hat gerade halb einfach wieder aufgefüllt. Der hat alle halb voll gemacht. Ja, das ist ja ein mega krass. Ja. Ja gut, aber wenn wir da 2-3 jetzt immer wieder rausbekommen, hä, dann ist ja das fix. Dann brauchen wir ja nie mehr Planken. Oder ja, selten. Das ist halt das Gute. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn wir das halt das als System haben, verbrauchen wir halt nicht mehr so viele Planken halt, ja? Krass, Alter. Oh, ich bin am Verdursten. Ey, wir müssen uns irgendwie auch so ein bisschen Piratenschiff mal bauen, irgendwie. Was ist mit einem Piratenschiff? Keine Ahnung. Aber wir haben dann ein Piratenschiff. Piraten, Digga. Piratenschiff. Das hast du gerade gesagt. Ja, ja. Das zahlst du in Raten halt. Ich habe keine Ahnung, was ich laber. Ach Gott, ich Leute. Ich fragen, Digga, kann es sein, dass sie dumm sind oder sowas? Ja, und deswegen, Leute, werden wir jetzt auch die Folge. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir auf dieser Insel ankommen und ob das gut kommt hier mit unserem Kraftstoff-Dingens, Alter, Biokraftstoff, dann schaut bei Rap vorbei. Oh, das ist fast so. Ja, ich würde sagen, das ist mit dieser wunderschönen Folge. Lasst ein Like und ein Abo da, schaut in die Playlist, schaut bei Rap vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Tschüss.